Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll doch mal auf Joey's Jungle Coming Out reagieren und das werden wir jetzt tun, meine Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende bis hierhin und ich sag jetzt schon mal, ich wünsche euch eine schöne Woche, lasst euch nicht ärgern, viel Spaß in der Schule, viel Spaß auf Arbeit und ja, let's go! Hallo! Hallo Schatz! Bist du schon schön gefahren? Hast du schon gefilmt? Ja, hat Spaß gemacht. Hm. Ich mache aber noch weiter. Hast auch schön Helm auf. Wer weiß doch schon. Wer ist denn das? Mir geht es im Moment so gut wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich fühle mich so geliebt, wie man sich's nur wünschen kann. Ich kann inzwischen. Weil das ist immer wieder, ich muss immer wieder sagen, ich finde das voll schön, wenn man so von Leuten so Kinderbilder oder Kindervideos sieht, weil wenn ich mal so meine Kindheit, mich in meine Kindheit zurückerinnere, ich wäre so gerne wieder, einfach mal wieder so Kind, ne? Keine Verpflichtungen, einfach alles erforschen, was man nicht kennt und ja. Immer wieder schön, obwohl ich sagen muss, ich bin natürlich jetzt auch froh, alt genug zu sein, um alle Sachen machen zu dürfen. Ist natürlich auch schön, aber man möchte natürlich schon gerne wieder so ein bisschen Kind sein. Und das steckt immer in mir drin und das werde ich auch nie ablegen. Also ich werde selbst mit 50 Jahren noch Kind sein. Also ich werde dann noch über Sachen lachen, wo andere denken, ey, werd doch mal erwachsen. So, weil ich weiß nicht, die Kindheit ist so ein ganz großer Teil von jedem Menschen und in der Kindheit wird man halt geprägt, ne, fürs Leben. Und ich finde, das ist so ein Teil, den sollte man nie vergessen, den sollte man immer im Hinterkopf behalten und immer an die Kindheit denken. Also ich finde so Menschen viel interessanter, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen Kind geblieben sind. Weil es gibt halt, klar, man muss in ernsten Sachen natürlich ernst bleiben, gerade wenn man eine Firma führt, wenn man selbstständig ist, vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Aber einfach mal auch wieder so leben, einfach mal wieder leben. Neben der Arbeit einfach mal so über kleine Dinge sich freuen, mit der Familie zusammen zu sein. Das vergessen so viele Menschen im Alter irgendwie. Irgendwie geht es im Alter nur noch darum, viel Geld zu machen. Ja, man vergisst irgendwie das Lachen, finde ich. Menschen sagen, dass ich im Grunde alles in meinem Leben erreicht habe, was ich immer wollte. Und damit meine ich nicht Geld, ein schönes Haus, Autos und so weiter. Damit meine ich das Gefühl, wertvoll zu sein. Der Grund dafür zu sein, dass jemand liebt. Ohne, dass ich irgendwas Bestimmtes mache, sondern indem ich einfach nur da bin. Wie alt ist er heute? 16 Jahre. Und so lange in meinem Leben habe ich geglaubt, dass ich dieses Gefühl niemals haben werde. Ich lade inzwischen seit über 5 Jahren Videos auf diesem Kanal hoch und ich liebe, was ich mache. Ich habe mich noch nie so gut mit einer Sache gefühlt, so sinnvoll. Ich erreiche mit meiner Art und meinem Humor jede Woche tausende Menschen und so viele schreiben mir täglich, dass ich sie nach langer Zeit wieder zum Lachen bringen konnte, sie aufgebaut habe, ihnen Mut geschenkt habe, ihnen den Raum geboten habe, alles Negative kurz zu vergessen. So viele Menschen, denen ich helfen kann, ohne irgendwas dafür zu tun, als einfach ich zu sein, indem ich lache, das ausspreche, was ich denke. Und trotzdem gehe ich so oft ins Bett und frage mich, wofür es sich am nächsten Morgen eigentlich lohnt, aufzustehen. Es fühlt sich manchmal so an, als würde sich eine riesige, tiefdunkle Wolke. Das ist so eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft, ich glaube, da spreche ich jeden so aus dem Herz. Das ist eine Frage, die stellt man sich, glaube ich, sehr, sehr oft. Und so älter man wird, umso öfters kommt die Frage. Ne? Und ich war öfter schon an dem Punkt, wo ich dann abends da saß und mir so gedacht habe, für was lebe ich eigentlich? Also, was hat das Leben für einen Zweck? Weil wenn man, sag ich mal, stirbt, ja gut, da erinnert man sich vielleicht so, sag jetzt mal so ein Jahr oder 2 Jahre an die Person, aber dann ist die Person ja auch verschwunden. Ne, und ich sag dann auch immer zu solchen Leuten, auch weil ich gerade sehr viel Post bekomme und auch von vielen Leuten, die Suizidversuche hinter sich haben, ich natürlich mit denen sehr aktiv schreibe und die, ich sag mal, ich helfe so mit meinen Erfahrungen auch Leute aus so extrem tiefen Krisen raus und ich glaube, das Schönste ist, wenn man früh aufstehen kann und sich über Dinge freuen kann, über die sich vielleicht andere Menschen nicht freuen.
Zum Beispiel, man steht früh auf und man ist gesund. Nicht, man hat das neueste Handy. Das ist doch keine wahre Freude. Ja, schön, man hat vielleicht das neueste Handy, aber ist es nicht viel schöner, früh aufzustehen, gesund zu sein und vielleicht der Welt einen Fußabdruck zu hinterlassen? Im Sinne von, viele machen das jetzt über YouTube, viele machen das natürlich über eine große Firma und über Selbstständigkeit, aber auch so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass man Kinder in die Welt setzt und die das Erbe von sich selber einfach weitertragen. Und die tragen auch die Erinnerung weiter. Also du lebst dann einfach in deinen Kindern weiter. Vielleicht auch in deiner Frau, wenn du zu früh verstirbst, was ich natürlich niemanden da draußen wünsche. Aber das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Und vor allen Dingen auch, was ganz wichtig ist, dass man sich immer Ziele im Leben setzt. Immer. Und dass man natürlich auch für die Ziele kämpft. Und wenn man mal hinfliegt, und wenn man mal wirklich auf die Fresse fliegt, bedeutet das nicht, dass man das nicht kann, sondern dass man das einfach noch besser machen soll oder anders machen kann. Weil jeder kann jedes Ziel erreichen an sich. Es gibt keine Grenzen. Das ist Schwachsinn. Grenzen werden von den Medien gerne mal aufgesetzt. Das ist Schwachsinn. Wenn man sich selber sagt, okay, ich möchte gerne, gerne Bodybuilder werden. Niemand hindert dich daran. Meistens ist man das selber, weil man so sagt, ah ja, mir haben so viele gesagt, ich kann nichts, ich bin nichts. Scheiß drauf, scheiß auf die Leute. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann lernt man aus die Fehler, richtet sein Krönchen, steht wieder auf und macht es halt besser. Punkt aus Ende. Decke über mich ziehen, die mich verfolgt, egal wohin ich mich bewege, die alle positiven Gefühle verblassen lässt, unsinnig erscheinen lässt. Ich fühle mich in diesem Moment so klein, wie sich ein Mensch nur fühlen kann. Grundlos, nicht nachvollziehbar. Als hätte man einen Schalter umgelegt. Und ich stürze mich in Emotionen und Erinnerungen, die ich schon längst hinter mir lassen wollte. Dieses Video mache ich für mich. In Momenten, in denen ich mich wieder vergesse. Vergesse, wer ich bin, was mich ausmacht und warum ich so stolz auf mich sein kann. In Momenten, in denen meine Ängste mich festhalten und ich nicht mehr verstehen kann, warum ich so geliebt und wertgeschätzt werde. Ich war immer ein super positives Kind und das habe ich auch schon immer nach außen getragen. Ich habe es schon immer geliebt, dafür verantwortlich zu sein, wenn jemand sich sein Grinsen nicht verkneifen konnte. Wenn jemand lacht, geht's ihm gut und das überträgt sich auf mich. Ich kann mir kein schöneres Gefühl vorstellen. Meine Mutter meinte letztens zu mir, dass ich als Kind so unbeschwert war, immer genau wusste, was ich will und das auch nie unnötig in Frage gestellt habe. Und ich war kurz verwirrt, weil ich mich selbst alles andere als unbeschwert und selbstsicher einschätzen würde. Als ich mit 6 Jahren tanzend in der Garage meiner Eltern Pirouetten gedreht habe, meinte sie zu einer Freundin, dass sie glaubt, ich würde mal schwul werden. Irgendwie hätte sie so ein Gefühl. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich in meiner Schulzeit gefühlt habe, denke ich immer an komplett gegensätzliche Emotionen. Einmal den Klassenclown, der sich täglich für die Unterhaltung der gesamten Schulklasse bereit erklärt hat und deswegen täglich mindestens 30 Minuten vor dem Klassenraum warten musste, weil er sich auch den letzten Witz nicht verkneifen konnte. Weil irgendjemand dann bestimmt immer noch lacht und das auch schon gereicht hat. Auf der anderen Seite sehe ich jemanden, der zwar älter ist, aber überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Was ihn ausmacht, warum er sich plötzlich so schlecht fühlt und gar kein... Boah, das finde ich auch immer mega schlimm. Das hört man halt immer öfters, ne? Dass Menschen sich irgendwie verlieren. Dass Menschen, so älter die werden, und das hat in so einer Phase war ich auch schon mal, dass man nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist. Ne? Weil man lebt irgendwann nur noch im Hier und Jetzt. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer man eigentlich selber ist. Und da kann ich jedem nur einen Tipp geben, wenn man mal in so einer Phase ist oder die Phase kommt halt öfters mal, dass man sich einfach mal hinsetzt und einfach mal so seine alten Videos anguckt, dass man einfach mal so die Gedanken einfach mal sprießen lässt, dass man sich einfach mal seine Kindervideos anguckt, seine Kinderbilder anguckt oder einfach mal so ein bisschen mit der Familie redet. Das hilft da in solchen Momenten und in solchen Momenten lernt man dann relativ schnell wieder, okay, ich bin jetzt in meinem Fall der Philipp und ich habe es hierher geschafft, weil ich so liebende Menschen habe. Ich habe es bis hierhin geschafft, weil ich es bis hierher schaffen wollte. Und das sind so Impulse, die sollte man nie vergessen. Ne? Wenn man mal in so einer Krise ist und man selber gar nicht mal weiß, wer man selber ist, sollte man sich selber wieder in der Vergangenheit finden. Klingt total banal, total bescheuert, aber es hilft wirklich.
keinen richtigen Grund dafür kennt. Ich habe so lange gefühlt, dass ich mich plötzlich zu allen anderen unterscheide, aber ich habe es nicht gewusst. Ich konnte nicht verstehen, was genau mich so fühlen lässt. Dass ich schwul sein könnte, konnte ich aber schon mal ausschließen. Denn wäre das der Fall, wäre ich eklig, jemand, für den sich meine Eltern schämen müssten und mit dem niemand was zu tun haben will. Zumindest war ich davon fest überzeugt. Das sagen die doch immer alle über solche Leute. Und ich bin ja kein ekliger Mensch, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, warum ich mich trotzdem so anders als alle gefühlt habe. So, als würde ich nicht dazugehören, obwohl ich doch alles probiert hatte, um wie jeder andere zu sein. Um in der Masse unterzugehen und nicht herauszustechen. Um einfach ganz normal zu sein. Aber dieses Gefühl ging nie weg. In der Oberstufe habe ich mich dafür entschieden, mir einen Gefallen zu tun, indem ich meine Freundschaften nicht mehr gepflegt habe. Ich dachte mir unterbewusst, bevor jemand sagt, wie komisch er mich findet und dass er deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben will, distanziere ich mich lieber vorher selber. Ich erspare ihm die unangenehme Situation. Schließlich bin ich ja hier anscheinend das Problem. Alle anderen scheinen sich ja super zu verstehen. Wisst ihr, ich bin ziemlich gut darin, das zu verstecken, was ich gerade... Dazu möchte ich bitte ganz kurz auch noch was sagen. Das finde ich eigentlich auch immer voll schade, dass Menschen, sobald die sich anders fühlen und sobald die vielleicht auch, sage ich mal, anders denken, dass sie sich immer direkt ausgestoßen fühlen und sich als Außenseiter direkt selber relativ schnell abgrenzen, weil die so merken, okay, ich bin jetzt ein bisschen anders. Und das ist definitiv der falsche Weg. Wenn ihr merkt, okay, ich bin halt ein bisschen emotionaler, wenn ihr merkt, oh, ich stehe ja eigentlich auf Männer. Das ist nichts Schlimmes. Und ich mag auch nicht den Spruch, Schwule oder Lesben sind auch nur Menschen. Das auch geht mir auf den Sack. Schwule und Lesben sind Menschen. Punkt. Ohne auch. Ich hasse das. Genauso wie Menschen, die psychisch, sag ich mal, psychische Störungen haben. Ne? Das sind nicht nur auch nur Menschen, das sind Menschen. Und niemand grenzt heutzutage, also es gibt immer noch so Gruppen, gerade so auf Facebook, gerade auf YouTube, die dann so dumme Kommentare schreiben. Aber wenn ihr wirklich merkt, ihr seid anders oder ihr fühlt anders, dann sagt es doch offen. Wir leben in so einer offenen Gesellschaft. Klar, es gibt immer Leute, die einen auslachen, immer. Selbst wenn man normal ist. Es gibt Leute, die suchen Fehler. Selbst wenn man normal ist, es gibt Leute, die suchen Fehler. Definitiv. Die suchen immer Fehler. Aber scheiß doch, das ist so eine Minderheit. Das ist, macht vielleicht 2-3% aus der Weltbevölkerung. Und scheiß doch drauf. Seid einfach ehrlich zu euch selber. Verändert euch niemals für andere, nur weil das andere von euch verlangen. Wenn ihr so fühlt, dann fühlt ihr so. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und sagt nie immer, ich bin auch ein Mensch, sondern sagt, ihr seid ein Mensch. Oder ich bin ein Mensch. Weil ihr seid ganz normale Menschen. Ich bin mit meiner Depression, auch wenn das viele immer wieder zu mir sagen, ich bin trotzdem auch ein ganz normaler Mensch. Das habe ich auch wieder gesagt, ne? Und ich lasse mich auch jetzt nicht mal in Schubladen stecken. Und die Leute, die mit mir nichts zu tun haben wollen, nur weil ich vielleicht in gewissen Situationen einfach anders reagiere als die Normalen in der Gesellschaft, dann ist es halt so. Dann sollen sie sich verpissen und aus meinem Leben verschwinden. Weil es gibt halt bei mir manchmal so Situationen, die sehr, sehr emotional sind. Wenn zum Beispiel mal jemand im Familienkreis stirbt, ne, ihr wisst ja, bei mir sind halt relativ viele gestorben, also wirklich fast jedes Jahr. Und da reagiere ich halt manchmal ein bisschen emotionaler, wenn ich dann wieder einen Anruf bekomme, hier, wir müssen mal reden. Ist halt so, und wenn Leute damit nicht klarkommen und sagen, hier, heulen hier oder sowas, dann sollen sie sich verpissen. Mit solchen Leuten will ich gar nichts zu tun haben. Wirklich fühle. Ich kann mit den Fingern schnipsen und sehe super glücklich aus. Ich glaube, niemand aus meiner Schulzeit hat wirklich gemerkt, was in dieser Zeit mit mir los war. Vielleicht habe ich ab und zu mal ein bisschen desinteressiert oder fehl am Platz gewirkt. Vielleicht haben mich auch einige Mitschüler für eingebildet oder arrogant gehalten, weil ich mich plötzlich nicht mehr in ihrem Umfeld aufgehalten habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht unglücklich oder gebrochen gewirkt habe. Als würde ich mein komplettes Leben in Frage stellen und wüsste gar nicht so richtig, warum ich das hier eigentlich noch tue. Aber ich habe mich so gefühlt. So lange, dass es immer noch wehtut, wenn ich darüber nachdenke.
Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es nicht okay war, schwul zu sein. In dem Menschen, die nicht heterosexuell waren, vermeintlich nicht existierten. Denn solche Menschen gäbe es nur im Fernsehen. Denn darüber kann man nur lachen oder sich schämen. Als ich nach der Schule keine Perspektive mehr sehen konnte, weil ich mich leer und sinnlos gefühlt habe, weil ich so lange so sehr versucht habe, dazuzugehören, aber es nicht geschafft habe, habe ich mich dazu entschlossen, ganz weit wegzugehen. Ich bin Ende 2013 nach Australien gereist, um ein Leben, in dem ich mich so fühlte, als ob mich niemand dort haben wollte, hinter mir zu lassen. Um auf niemanden mehr angewiesen zu sein und endlich stolz darauf sein zu können, derjenige zu sein, der ich war. Diese 7 Monate in Australien waren die einsamsten und traurigsten Monate meines Lebens. Ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht so allein gelassen und ungeliebt gefühlt. Und das lag nicht daran, dass nun andere gesagt haben, wie komisch und eklig sie diesen schwulen Typen fanden. Denn ich habe niemanden dort auch nur ansatzweise gezeigt, wer ich, wer Joey wirklich war. Alles, was ich getan habe. Das ist halt das, was ich meinte, ne? Man grenzt sich halt selber irgendwann aus. Man weiß aber gar nicht, wie die anderen Menschen über einen wirklich denken. Vielleicht wissen die anderen Menschen, okay, mit ihnen ist irgendwas. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, 80 oder nee, mehr sogar, 95% der Menschen, wenn ihr ehrlich zu den Menschen seid und sagt, hier, pass auf, ich stehe vielleicht nicht unbedingt auf eine Frau, ich stehe eher auf Kerle, auf Männer. Sagen die, oh, wieso hast du uns das nie gesagt? Wieso hast du dich jetzt die ganzen Jahre selber ausgegrenzt? Du hättest so mit uns reden können. Es ist doch nichts Schlimmes. Und tu das bitte niemals, niemals euch selber ausgrenzen. Seid einfach ehrlich und wagt einfach den Schritt. Getan habe, war, niemanden zur Last zu fallen, niemanden das Gefühl zu geben, vor dem ich so sehr Angst hatte, sich unwohl in meiner Gegenwart fühlen zu müssen. In dieser Zeit war ich ein gebrochener Mensch und ich hatte keinen blassen Schimmer mehr, wer ich war und was mich als Menschen ausmacht. Ich hatte damit abgeschlossen, jemals das Gefühl zu spüren, von einer anderen Person geliebt zu werden, von meinen Mitmenschen geschätzt zu werden, dass ich Freunde haben würde, die mich anrufen und fragen, ob ich nicht Zeit mit ihnen verbringen würde. Ich hatte damit abgeschlossen, jemals ein ganz normales Leben wie jeder andere führen zu können, weil diese Angst, verstoßen zu werden, alles andere in meinem Leben überwogen hat. Ziemlich irrational davon auszugehen, dass wirklich jeder Mensch auf der ganzen Welt einen Grund dafür hätte, dich kacke zu finden, hä? Spulen wir mal ein bisschen vor. Es ist 8 Jahre später und ich bin die glücklichste Version von mir selbst, die man sich nur vorstellen kann. Dieses vermeintliche Problem, das für mich unüberwindbar erschien, was mich glauben ließ, dass ganz normale Gefühle wie Liebe für mich unerreichbar seien, hat sich komplett in Luft aufgelöst. Ich habe eine Familie, die mich in allem unterstützt, was ich tue, die mich liebt, so wie ich bin und deren Liebe ich auch wieder sehen und spüren kann. Ich habe Freunde, die mich besser kennen als ich mich selbst. Ich bin seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und letztes Jahr mit meinem Freund in unser erstes gemeinsames Haus gezogen. Und ich habe euch. Und so schnulzig das jetzt auch klingen mag, ohne diesen Kanal wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Denn erst als ich mich mit der wohl unsichersten Version von mir selbst vor die Kamera gesetzt habe und nur ein ganz kleines bisschen Joey gezeigt habe, hat diese Fassade, die ich mir so viele Jahre aufgebaut hatte, um mich selbst zu schützen, angefangen zu bröckeln. Und je positiver die Reaktionen waren, habe ich von Video zu Video mehr von mir gezeigt und gemerkt, dass diese Fassade nie nötig war, sondern mich in der ganzen Zeit nur davon abgehalten hat, ich selbst zu sein und damit glücklich zu werden. Dieser Kanal hat mich dazu gebracht, mich selbst zu finden und zu lernen, stolz auf mich zu sein. Ich habe gelernt, dass meine Sexualität nur ein winzig kleiner Bruchteil von all den vielen tausend Dingen sind, die aus mir eine Person machen, die wertvoll ist, genauso wie sie ist. Ich fühle mich so, als wäre es endlich Zeit, dieses Kapitel für mich abzuschließen. Ich bin unglaublich stolz auf mich. Würde mich heute jemand fragen, was ich gerne an mir ändern würde, wäre es vielleicht, dass ich viel zu oft an mir selbst zweifle oder zu viel Wert auf die Meinung anderer lege, aber ganz sicher nicht meine Sexualität. Auch wenn es für viele nicht mehr so scheint. Ich weiß, dass es noch so viele unter uns gibt, die gleichen Gefühle, wie ich sie hatte, jeden Tag spüren. Die sich verstoßen fühlen, einsam und ungeliebt. Die sich fragen, was sie eigentlich falsch gemacht haben, weil sie doch eigentlich nur versuchen, es allen recht zu machen. Die für etwas beleidigt werden, das eigentlich das schönste Gefühl der Welt ist, zu lieben und geliebt zu werden. Für etwas, das sich kein Mensch jemals entscheiden könnte. Ich weiß, du gehst gerade durch die Hölle. Ich weiß, du fragst dich so oft, warum du noch hier bist. Ich weiß, dass du das alles nicht verdient hast, dass du überhaupt nichts falsch gemacht hast. Und ich weiß, dass du richtig bist, genauso wie du bist. Mega schöne Worte. Ich sitze hier mit Tränen in den Augen und schütte euch mein Herz aus, um mir selbst zu sagen, dass alles gut ist und um euch zu zeigen, dass es besser wird. Immer. Mega, 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 mega schöne Worte. Da kann ich mich einfach nur anschließen. Baut euch bitte keine Fassade auf. Seid immer ehrlich zu euch selber. Lasst euch nicht von irgendwelchen Typen unterkriegen, von irgendwelchen Menschen, die meinen, die wüssten das besser. Seid einfach ihr selbst. Weil nur das macht einen Mensch besonders. Wenn ihr so seid, wie das die Masse gerne hätte, seid ihr nicht besonders. Macht das, was ihr wollt. Seid ihr selbst und lasst euch für niemanden verbiegen. Und seid auch ehrlich. Ehrlich und vor allen Dingen, denkt nicht immer, dass alle Menschen euch hassen.
baut keine Fassade auf und, ah nee, die mögen das jetzt nicht, wenn ich das jetzt offenkundig hier mache, das mögen die nie, die werden mich bestimmt hassen, auslachen. Das ist nicht so. Das versteckt euch nie und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.